Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Campaign of France. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal mit dem Oldtimer, auch im Thumbnail. Ja, der gefällt mir. Der gefällt mir. So, wir striegeln hier das Feld noch zu Ende. Muss noch gemacht werden. Da drüben hatten wir gespritzt. Wo? Nee, das drüben ist ja nicht unser Feld, ne? Nee, das ist nicht unser Feld. Genau. Aber wir haben hier noch einiges zu tun. Feld 46 muss gemäht werden. Feld 6, 7 muss gegrobert werden. Sogar gepflügt werden, okay? Feld 6, 7 muss sogar gepflügt werden. Feld 3 muss eingesät werden. Dann machen wir das direkt als erstes. Danach das Pflügen. Und dann müssen wir weiter gucken. Wie können wir mit dem Tiefenlocker arbeiten, ne? Das ist in Ordnung. So, gut. Nächste Spur hier, die wir hier fahren können. Dann werden wir das alles nach und nach abfertigen. Und bis dahin ist wahrscheinlich schon wieder die nächste Ernte fällig, ne? Feld 5, Feld 10, Feld 30, 31. Da ist einiges zu tun, Leute. Ist wirklich einiges zu tun, Leute. Aber das ist ja kein Problem. Das kriegen wir auch alles hin. Das kriegen wir auch alles hin, Leute. Vorletzte Spur, dann noch die letzte Spur, dann haben wir es geschafft. Dann ist das Striegeln durch, das Unkraut ist weg. Findet sogar teilweise besser als Spritzen hier, weil wir das Unkraut quasi nicht nur, sagen wir mal, kaputt gemacht haben und das noch im Prinzip, sag ich mal, vertrocknet dort steht. Sonne ist wirklich komplett weg und das sieht natürlich dann wieder komplett anders aus als zum Beispiel auf dem Feld da drüben, ne? Weil da sieht man das Unkraut teilweise noch von dort und das sieht natürlich nicht ganz so schick aus, ne? Ja, was heißt schick? Soll ja auch in Ordnung aussehen, ne? Und da haben wir das Unkraut hier jetzt komplett weg und das ist schon mal eine komplett andere Lösung hier, ne? Ist jetzt die Frage, können wir das nachträglich auch noch auf Feld 1 machen? Dann würde ich das vielleicht auch noch auf Feld 1 machen, eventuell. Können wir mal probieren. Das können wir ja mal austesten, Leute. Damit hätte ich kein Problem, das mal zu testen. So. Das sieht nicht ganz so schick aus, ne? Wie gesagt, hier die Wiese können wir wieder mähen. Können wir wieder Heu draus machen. Hier Feld 6, 7, hier links muss gepflügt werden. Ja, ist eine ganze Menge zu tun. Aber das kriegen wir hin. Wir werden, denke ich, auch noch mal weitere Tiere besorgen. Das mit Sicherheit auch noch mal. So, jetzt wollen wir das probieren, das noch mal auf Feld 1 zu machen. Einfach mal probieren, ob es klappt.
Ne? Ne, klappt nämlich nicht. Okay, kein Problem. Das ist nicht so tragisch. Gut, den Strigel können wir hier platzieren. Den Fan müssen wir mal gucken, sollen wir den behalten oder beziehungsweise sollen wir den kaufen oder nicht. Das können wir uns mal überlegen. Ansonsten stelle ich den jetzt erstmal hier auf Seite. Dann können wir nämlich jetzt hingehen und Feld 3 einsehen. Muss gemacht werden. Der Einsatz von Feld 3 steht an. Wollen wir Raps machen, ne? Nee, Gras nicht, Raps. Weil wir brauchen langsam wieder Raps. Wir haben ja den Raps verkauft gehabt, da eine große Nachfrage bei Agricole, Kooperativ Agricole ist, ne? Und dann heißt es auch, natürlich müssen wir wieder Nachschub an Raps bekommen und das heißt, wir müssen Raps sehen. So einfach ist das. Das ist ein relativ einfaches Spiel, sag ich mal. Was man verkauft, muss man auch wieder neu anbauen. Und das wollen wir jetzt halt auch dementsprechend tun. So. Noch eine Spur. Und dann haben wir das, denke ich mal, relativ schnell erledigt. Hier mit dem Raps einsehen. Das sollten wir relativ schnell geschafft haben. Das sollten wir relativ schnell geschafft haben. Vor allem jetzt haben wir wieder Felder, zwei Stück, wo wir kein Stroh rausbekommen. Das steht fest, weil Raps bringt kein Stroh. Und dementsprechend bin ich natürlich froh, dass wir da jede Menge Stroh zumindest auf Lager schon mal haben. Ne? Da bin ich echt froh drum. Weil wenn natürlich jetzt dann doof, wenn wir das Stroh nicht hätten. Ne? Von daher, ich bin da schon froh drum, dass wir das haben. Muss ich wirklich sagen. Da bin ich schon froh drum. Wenn wir Stroh bekommen können, natürlich immer gerne. So. Ja, 3-4 Spuren noch, dann sind wir hier durch. Dann haben wir es auch wieder geschafft. Aber ich glaube, dann ist auch die Folge vorbei wieder. Ich glaube, dann ist auch die Folge wieder vorbei, Leute. Dann war es schon wieder mit der Folge. Sind wir schon wieder eine Folge weiter. Und dann geht es immer weiter. Immer weiter. Weiter, weiter, weiter. Ne? Cool. So. Einsatz läuft. Als nächstes dann Feld 6, 7 mit dem Tiefenlocker bearbeiten oder wir mähen erstmal die Wiese. Welche Wiese ist das? 46, ne? Ja, 46.
Die Wiese 46 mähen wäre vielleicht angebracht. Wenn wir die gemäht haben, dann kann die zumindest wieder wachsen. In der Zeit, wo wir das Feld 6, 7 bearbeiten, ich glaube, das wäre sogar teilweise vorteilhafter. Dann können wir nochmal Heu rausbekommen, das Heu eventuell verkaufen oder lagern. Wir natürlich auch wieder Geld bringen, wenn wir es verkaufen würden, ne? Wir gucken gleich mal nach den Kühen, wie es bei den Kühen aussieht mit Futter. Ob wir da was machen müssen oder nicht. Schauen wir mal. Da schauen wir mal nach. Aber so an sich sieht es ja erstmal ganz okay aus. Ich bringe die Sämaschine schon mal weg. Dann werden wir mal gucken nach den Kühen, wie es da aussieht mit Futter. Verdichten müssen wir auch noch hier das Silo. Mutterhaus, ich gehe mal nach den Kühen gucken hier jetzt. Schafe sehen in Ordnung aus, da ist kein Problem. 531 Liter Wolle auch schon wieder, coole Sache. Die Kühe bräuchten langsam neues Heu, neues Stroh. Stroh macht die Kühe froh. Na, Heu bräuchten wir, ne? Dann machen wir am besten erstmal Heu. Würde ich vorschlagen, nehmen wir das Mähwerk. Dann würde ich sagen, machen wir als erstes Heu. Dann sollte es eigentlich passen. Machen wir als erstes Heu, Leute. Wäre, denke ich mal, ganz wichtig. Fahren wir zur Wiese 46, werden wir einmal mähen. Und dann geht es da mit dem Heu erstmal weiter. Anschließend hier Feld 6, 7 bearbeiten. In der Zeit kann hier die Wiese wieder wachsen. Ne? Das denke ich mal ja auch nicht gerade verkehrt. Wenn die Wiese wachsen kann. Ne? So, einmal senken, einschalten und Gas geben. Na, ist schon heftig. Kommt jetzt einiges an Gras bei rum wieder. Müssen wir natürlich wenden und alles, das ist klar. Auch das ist alles machbar. Das ist alles machbar, Leute. So. Jetzt erstmal Gras mähen hier, ne? Dass wir das zumindest erstmal haben. Neues Heu bekommen, können wir direkt die Kühe füttern mit dem Heu, ne? Ist auch nicht verkehrt. Wenn wir zwei, drei Ballen hier rauskriegen, dann sind es 12 Liter. Das sollte erstmal gereichen für die Kühe, für Futter. Können wir Heu oder Silage machen?
Heu oder Silage, okay, das ist natürlich wieder was anderes. Milchration brauchen wir Heu für, aber gut, Mehl müssen wir trotzdem, Leute. Das Geld sollten wir trotzdem nutzen, dann verkaufen wir die Heuballen lieber. Ne? Gibt zumindest auch Kohle. Dann nehmen wir die Silage für Futter dann. Ne? Ist auch nicht verkehrt. Ist dann ja auch nicht verkehrt. Aber zumindest haben wir das Heu hier dann, sag ich mal, genutzt, die Wiese, und verkaufen das Zeug wieder, ne? Ist ja nicht verkehrt. Wenn wir was nutzen können, dann nutzen wir es auch. Müssen wir natürlich hier die Wiese wieder düngen anschließen, damit wir den Ertrag erhöht haben, ne? Auch das ist relativ wichtig. Aber gut, machen wir dann auch. Das ist ja kein Riesenproblem. So ist ja aber gerade die Folge ist wieder vorbei, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich sag einmal dann bis zur nächsten Folge. Servus und Tschüss.